Schönen guten Abend zu Talk 1. Langsam kommt Österreich wieder in die Gänge. Für viele Bereiche unseres Lebens wissen wir bereits, was zu tun ist, wie wir uns verhalten sollen, damit sich das Virus nicht wieder stark ausbreiten kann. Aber wie schaut's mit unserem Urlaub heuer aus? Bleiben wir in Österreich? Können wir ins Ausland fahren? Was machen wir mit bereits gebuchten Reisen? Und wird es überhaupt noch einen Tourismus geben, wie wir ihn kennen? Fragen, die wir heute versuchen wollen zu beantworten, mit spannenden Gästen. Der Alpinist Reinhold Messner ist uns zugeschaltet, ebenso der deutsche SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach. Er meint, im Sommer in Österreich Urlaub zu machen, das wäre eine Katastrophe. Wir sprechen mit einem Hotelbesitzer in Grado. Wie bereitet er seinen Strand vor? Und wir fragen beim Verein für Konsumenteninformation nach. Buchen oder nicht buchen? Aber wie schaut es denn bei Ihnen aus? Wo geht es bei Ihnen heuer hin im Sommer? Normalerweise wollte man Ibiza fliegen, aber hat der Preis nicht gepasst. Und dann ist Corona gekommen und in dem Fall ist ja alles. Aber wir haben gesagt, machen wir heuer mal Urlaub in den Bergen in Schladming. Ja, grundsätzlich hätten wir eine Matura-Reise gehabt das Jahr. Scheiße wegen Corona. Nein, wir haben eigentlich vor, dass wir in Kärnten oder Tirol oder so fahren. Also wir fahren immer ganz gern so zwischendurch einmal einen oder zwei Tage nach Grado ans Meer. Und das werde ich sicher vermissen, wenn wir das nicht dürfen. Die Leute sind heute schon gewohnt. Ohne Urlaub geht's halt nicht mehr. Gebucht habe ich schon. Liegt aber zwar erst im September, wenn die Dominikanische, ob sie das ausgeht. So kann man jeder was erzählen von Türkei, Griechenland, Karibik, Südsee oder was immer auch ist. Ich weiß, dass wir hier am schönsten Platz der Welt leben. Ja, trotzdem, das Ausland lockt die Österreicherinnen und Österreicher dann doch. Ein Lieblingsurlaubsort, der wurde schon erwähnt, circa 5 Stunden von Wien entfernt, liegt Grado an der Nordküste der Adria. Österreichische Gäste machen dort die Hälfte aller ausländischen Urlauber aus. Der Kärntner Thomas Sawyer hat in Grado ein Hotel. Ich begrüße ihn jetzt via Skype. Und in unserem Ausweichstudio hier im ORF-Zentrum ist Barbara Forster vom Verein für Konsumenteninformation. Schönen guten Abend an Sie beide. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Sawyer, man weiß ja noch nicht wirklich, wann die Grenzen wieder aufgehen. Sollten denn für Sie in Grado die österreichischen Urlauberinnen und Urlauber wegfallen? Was würde denn das für Sie bedeuten? Ja, das ist natürlich eine der größten Probleme, die wir haben. Seit dem Lockdown Mitte März hat sich natürlich alles in unserem schönen Ort Grado verändert. Wir waren in der Vorbereitung für die Sommersaison 2020. Von einem Tag auf den anderen schaute die Welt anders aus. Der Großteil unserer Gäste kommt aus Österreich, wie Sie schon vorher erwähnten, aus Wien, Oberösterreich, Niederösterreich. Und das ist einfach ein Ziel, das so nah liegt und so leicht erreichbar ist. Aber ist es für Sie existenzbedrohend, wenn jetzt die Österreicherinnen und Österreicher wegfallen würden? Ja, ich würde schon auf alle Fälle das meinen, ja. Wie bereiten Sie sich denn in Grado auf eine mögliche Öffnung der Grenzen vor? Wir kennen ja alle die Strände an der Adria, da ist wirklich ein Schirm nach dem nächsten. Man hat auch diese animierten Bilder gesehen mit den Plexiglasscheiben am Strand. Wie machen Sie das bei Ihnen am Strand? Ja, diese Bilder, auf die Sie ansprechen mit den Plexiglasscheiben, das ist eine einfache Zeitungsente, die wird nicht eintreffen. Wir in Grado und in Friaul-Julisch-Venetien haben jetzt ein Protokoll erstellt, das auf 4 Punkten basiert. Der erste Punkt wäre einmal die Buchung der ganzen Dienstleistung über eine Online-Plattform. Der zweite Schritt wäre eine komplette Zugangskontrolle der Strände. Wie Sie ja bereits wissen, in Grado haben wir einen abgeschlossenen Strand. Das ist für uns sehr, sehr leicht und wird auch von unseren Gästen hochgeschätzt. Die Zugangskontrolle ist sehr sicher und wird natürlich intensiviert. Der dritte Punkt wäre, dass die ganzen Sonnenschirme, das Areal fast verdoppelt wird. Von 3 Meter, 3,10 Meter, die heute sind, wird es auf 6 Meter, 6,20 Meter erweitert. Es wird einfach dem Gast viel mehr Sicherheit, viel mehr Platz geboten. Mhm. Und zum Abschluss wäre die letzte Feststellung, dass natürlich auch die kleinen Dienstleistungen wie die Bars und Kioske natürlich auch einen Service anbieten, das direkt zum Sonnenschirm vollbracht wird. Ja.
Frau Forster, Sie sind vom Verein für Konsumenteninformation. Da gibt es eine Reiserechts-Hotline, die wurde eingerichtet. Da hat es seit Anfang März ca. 28.000 Anrufe gegeben. Mittlerweile ist es so, dass es pro Tag nur mehr, unter Anführungszeichen, 400 Anfragen pro Tag gibt. Was sind denn da derzeit die häufigsten Fragen, die die Menschen haben? Das ist einerseits die Frage, soll ich jetzt einen Urlaub buchen? Und sehr oft auch die Frage, ich habe schon gebucht, soll ich besser jetzt stornieren, soll ich zuwarten, wie schaut das mit der Kostentragung aus, muss ich Stornogebühr zahlen, wann soll ich mich wie verhalten, macht es einen Unterschied, ob ich eine Pauschalreise gebucht habe, nur das Hotel in Grado zum Beispiel oder nur einen Flug. Mhm. Bleiben wir vielleicht gleich beim Flug, es gibt ja sehr viele, die nur einen Flug gebucht haben. Wie geht man denn da jetzt um, soll man das Ticket oder bekommt man den Preis zurück oder soll man einen Gutschein annehmen, was raten Sie? Wenn die Fluglinie den Flug nicht durchführen kann, also wenn die Fluglinie von sich aus annulliert, dann habe ich Anspruch, den Ticketpreis zurückzubekommen, bei allen Flügen eigentlich, die aus Europa hinausgehen. Wenn der Flug schon durchgeführt wird, ich aber nicht fliegen möchte, dann bieten trotzdem viele Airlines derzeit eine Gutscheinlösung an, dann ist es natürlich in Ordnung. Aber wenn der Flug annulliert wird, bin ich nicht verpflichtet, einen Gutschein anzunehmen. Das heißt, Sie raten dazu, dass man den Ticketpreis zurückerstattet bekommt? Im Endeffekt muss das jeder für sich selbst entscheiden. Es ist einfach wichtig für die Konsumenten zu wissen, dass ihnen der Ticketpreis zusteht, weil nicht jedem ist mit einem Gutschein für die Zukunft geholfen. Herr Seuer, gibt es denn bei Ihnen eigentlich schon Anfragen aus Österreich oder trauen sich viele Österreicher vielleicht in der jetzigen Situation gar nicht nach Italien zu fahren? Man muss natürlich sagen, in den letzten Wochen sind natürlich sehr viele Stornos eingetroffen. Es werden natürlich jeden Tag Telefongespräche und E-Mails beantwortet, weil der Gast natürlich nachfragt, wie die Situation ist, wie die Lage ist, was in 14 Tagen, in einem Monat passieren kann. Wir sind eigentlich sehr positiv eingestellt und natürlich die große Hoffnung, die wir hegen, ist, dass in nächster Zeit die Reisebeschränkungen erleichtert werden. Das wäre natürlich für uns, sofern es gesundheitlich irgendwie möglich ist, ein großer Schritt nach vorne. Mhm. Frau Forster, was raten Sie den Menschen, die bei Ihnen anrufen, die noch keinen Urlaub gebucht haben? Soll man jetzt einen Sommerurlaub buchen oder nicht? Ist schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt buche, ist es einfach wichtig zu wissen, zu einem kostenlosen Rücktritt kann es sicher nur dann kommen, wenn sich die Lage am Zielort nach der Buchung verschlechtert. Wenn sich die Lage nicht verschlechtert, ich es mir aber doch anders überlege, weil ich mir denke, ich fühle mich vielleicht doch unwohl mit vielen Leuten in einem Flugzeug oder am Frühstücksplatz vom Hotel, dann hätte ich keinen Anspruch, kostenlos zurückzutreten. Ist also schwer zu sagen, wenn jemand sagt, ich will grundsätzlich sowieso auf Urlaub fahren und solange sich es nicht verschlechtert, fahre ich auf jeden Fall, dann spricht jetzt nicht viel dagegen. Also viele Tipps kann man da im Moment leider nicht geben, weil man einfach so wenig weiß, wie sich das Virus entwickeln wird. Ich danke Ihnen jedenfalls fürs Gespräch. Vielen Dank, Frau Forster, und vielen Dank, Herr Seuer. Gerne. Danke. Dankeschön. Und von Grado schauen wir jetzt zum Meer der Kärntnerinnen und Kärntner sozusagen, zum Wörthersee. Dort haben wir mit Menschen gesprochen, die vom Tourismus leben, eben über die derzeitige Situation. Und wir haben gefragt, wie groß denn die Verunsicherung ist. Natürlich sind Ängste da, weil wir sind eigentlich ein Saisonbetrieb. Ja? Wir brauchen den Sommer, dass wir über den Winter kommen. Wir sind natürlich in einem problematischen Eck. Ich habe Stammbesucher aus Slowenien, was wenige Kilometer weg ist, aus Italien, was ganz nah ist. Vor allem die deutschen Gäste, was meine Lieblingsgäste sind, muss ich dazu sagen, die sind natürlich jetzt ausgeblieben. Wir hoffen, dass die Grenzen bald aufmachen. Unsere deutschen Nachbarn sind unsere wichtigsten Gästegruppe. Und das wäre natürlich sehr wichtig für den gesamten Tourismus, nicht nur für uns in Österreich, dass wir eben da die Grenzen wieder öffnen. Aber wenn wir dann die Grenzen öffnen und wir in 2 Monaten dann die neue Welle haben und alle wieder zusperren müssen, das wünsche ich mir nicht. Ja,
Ja, das wünscht sich niemand, aber Voraussetzung eben für einen Urlaub in Österreich ist die Grenzöffnung. Es gab ja die Idee, Grenzen teilweise zu öffnen zu und Ausländern, die eine ähnlich niedrige Infektionsrate wie Österreich haben. Deutschland wurde da immer wieder genannt, weil die Deutschen neben den Inlandstouristen die wichtigste Gästegruppe in Österreich sind. Heute allerdings der Rückschlag. Deutschland hat die weltweite Reisewarnung bis mindestens 14. Juni verlängert. Was bedeutet das? Darüber sprechen wir jetzt mit dem SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologen Karl Lauterbach. Er zählt mittlerweile zu den populärsten deutschen Politikern auf Twitter. Im April hat er so viele Likes und Retweets gesammelt wie kein anderer deutscher Politiker in diesem Zeitraum. Einen schönen guten Abend, Karl Lauterbach. Und hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Und ebenfalls einen schönen guten Abend an die Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich, Susanne Kraus-Winkler. Einen schönen guten Abend auch an Sie. Guten Abend. Herr Lauterbach, ich habe schon gesagt, bis 14. Juni hat Deutschland jetzt diese weltweite Reisewarnung eben verlängert. Das heißt, es ist bis dahin auch kein Urlaub in Österreich möglich. War das eine gute Entscheidung? Das war aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Wir haben in Deutschland im Moment eine relativ gute Situation. Wir haben Glück gehabt, dass wir mit unserem Lockdown es verhindern konnten, dass wir große Ansteckungswellen gehabt haben. Wir haben zwar zu viele Tote, aber nicht so viele wie in vielen anderen europäischen Ländern. Wir waren einfach glücklich. Das darf jetzt nicht riskiert werden. Und also ein solches Risiko wären die Fernreisen. Daher muss ich als Gesundheitspolitiker und auch als Epidemiologe sagen, ja, die Verlängerung ist jetzt richtig gewesen. Wir haben keinen Grund zu entwarnen. Sie haben gesagt, Deutschland hat Glück gehabt, hat richtig gehandelt. Österreich hat auch Glück gehabt. Wir haben derzeit aktuell 67 neue Fälle und unter 2000 erkrankte Personen. Ab wann und unter welchen Bedingungen würden Sie denn sagen, ja, wir können die Grenze zwischen Österreich und Deutschland öffnen? Also ich wäre sehr vorsichtig, da einen Grenzwert zu nennen, also eine bestimmte Zahl von Patienten oder eine bestimmte Zahl von Infizierten oder Toten oder einen R-Wert. Das muss man im Verbund sehen. Grundsätzlich ist es so, dass Reiseaktivität an einen fremden Platz immer ein großes Risiko mitbringt, weil wir das also Infektionsgeschehen im Ausland natürlich nicht kontrollieren können. Wir werden versuchen, in Deutschland selbst in den nächsten Monaten das Erreichte zu stabilisieren. Dazu wollen wir eine Tracking-App einführen. Dazu wollen wir die Abstandsregeln genau einhalten. Wir wollen also mit dem Mundschutz arbeiten. Der wird in großer Stückzahl produziert. All diese Kontrollmöglichkeiten, die hätten wir natürlich für unsere Bürger im Ausland nicht. Wir wären dann darauf angewiesen, dass sich da nicht neue Infektionsherde bilden, das wäre dann eine Glückssache. Die hätten Sie eigentlich schon, weil auch in Österreich gilt diese 1 Meter Abstandsregelung, es gilt auch der Mundschutz, auch in den Hotels ist natürlich, wird sehr viel Vorsicht geboten. Das kann ich vielleicht gleich weitergeben an Frau Kraus-Winkler. All diese Aufgaben oder Auflagen, von denen der Herr Lauterbach gerade gesprochen hat, ist man denn in den Hotels imstande, die auch wirklich durchzuführen? Also ich kann Ihnen versichern, dass die Hotels sich sehr, sehr, sehr sorgfältig auf das Öffnen ab dem 29. Mai für die Inlandsgäste und hoffentlich eben auch für unsere ausländischen Nachbargäste, die ja großteils auch Stammgäste von unseren Betrieben sind, vorbereiten. Wir sind jetzt gerade dabei zu finalisieren, welche Maßnahmen genau die Betriebe in den einzelnen Abteilungen in der Hotellerie erfüllen können müssen. Wir sind jetzt natürlich in einer völlig anderen Situation. Zu dem Zeitpunkt, wie wir geschlossen haben, war die Situation anders. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt öffnen werden, Ende Mai, glaube ich, sagen zu können, dass es einen wesentlich höheren gesundheitlichen Schutz geben wird. Es werden meine Kollegen und wir alle so viel wie möglich machen, dass wir unseren Gästen ein größtmögliches Maß an Sicherheit bringen, aber und auch für die Mitarbeiter natürlich. Aber Frau Kraus-Winkler, wenn man sich anschaut, eben Deutschland bis 14. Juni ist einmal alles dicht und auch danach ist es fraglich, weil jeder Zweite in Deutschland sagt, ich möchte eigentlich gar nicht ins Ausland reisen, also damit auch nicht nach Österreich. Was würde das für die Hotellerie bedeuten, wenn wirklich die deutschen Gäste ausbleiben, die einen großen Teil ausmachen in Österreich? Es ist nicht zu verhehlen, dass das ein Drama für viele Regionen in Österreich wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch viele Betriebe geben wird, die sich überlegen werden, ob sie diesen Sommer überhaupt aufsperren werden. Wir haben einen Teil in Österreich an Betrieben, die sehr, sehr stark Inlandsgäste haben. Aber der Inlandsmarkt reicht natürlich nicht
aus und mache nur annähernd akzeptable Auslastungen für das gesamte Bundesgebiet zu haben. Wir hoffen doch noch immer sehr, dass es da zu einer Entspannung kommt. Immerhin ist es bis Ende Mai von jetzt angerechnet noch immer 5 Wochen und bis möglicherweise Mitte Juni sind es noch 7 oder 8 Wochen. Mhm. Unsere Länder sind am guten Weg. Also ich kann mir vorstellen, dass wir so und so lernen müssen, mit Covid auch in den nächsten Monaten zu leben, wenn wir reisen oder wenn wir Dinge unternehmen. Herr Lauterbach, sehen Sie das auch so? Nein, ich sehe das nicht so. Also ich verstehe natürlich die Sorgen der Hotellerie und wir kommen gerne als Gäste nach Österreich, aber die Gesundheit der Bürger geht jetzt einfach vor. Was wir nicht riskieren können, ist, dass wir tatsächlich hier im Herbst eine zweite Welle bekommen, die dann alles Erreichte zerschlägt. Also wenn wir im Herbst wieder ein exponentielles Wachstum zurückfallen würden, weil wir viele unkontrollierbare neue epidemische Herde haben, dann haben wir ein ganz großes Problem. Das wird dann auch mehr ältere Leute als in der ersten Welle betreffen. Und wir müssten die Wirtschaft dann in Deutschland wieder schließen. Die Menschen wären desillusioniert. Wir können nichts riskieren. Ich muss als Arzt und als Epidemiologe, aber auch als Gesundheitspolitiker sagen, ich würde mich einfach wohler fühlen, wenn wir jetzt Planungssicherheit geben und sagen würden, das ist jetzt mal ein Jahr, wo es nicht geht und in Zukunft wird es wieder gehen. Ich halte es für sehr riskant, im Sommer die Urlaubsreisen wieder zuzulassen. Ist denn das Öffnen der Grenzen, Herr Lauterbach, ist das eine Sache, die die Europäische Union gemeinsam entscheiden sollte? Oder sollte man das wirklich nach Ländern machen, Länder, die wirklich eine gute Infektionsrate haben, dass man die zuerst öffnet? Also wenn es überhaupt gehen soll, dann kann ich es mir nur bilateral vorstellen, weil natürlich das also epidemiologische Geschehen von Land zu Land eine große Rolle spielt und dann müsste man Abkommen haben, zum Beispiel ob eine Tracking-App, die in Deutschland verwendet wird, ob die auch verwendet werden kann in Österreich und so weiter und so fort. Also wenn, dann könnte ich es mir allenfalls auf der Grundlage bilateraler Abkommen vorstellen. Hier kann Europa nicht für uns alle entscheiden. Das ist meine persönliche Einstellung, obwohl ich sonst immer jemand bin, der europäische Lösungen bevorzugt. Aber das muss hier vom lokalen epidemiologischen Geschehen abhängig gemacht werden. Frau Kraus-Winkler, der Herr Lauterbach hat gerade eine Tracking-App angesprochen. Sardinien will das für Gäste auch einführen, einen Gesundheitspass. Eine Woche vor Einreise muss man einen Test machen und nachweisen, dass man negativ getestet wurde und eben mit einer App, dass man mögliche Kontakte wiederherstellen kann. Wäre das etwas, was Sie für österreichische Hotels zum Beispiel auch empfehlen würden? Ich denke, wir werden wahrscheinlich nicht darum herumkommen, dass wir digitale Tools verwenden werden müssen, wenn wir sicher gehen wollen, dass wir auch in Zukunft reisen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass auf Freiwilligkeit bitte es möglich ist, dass man mit diesen Tracking-Apps versucht, ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu erreichen. Es war auch schon im Gespräch unter den Verantwortlichen. Es wird auch beobachtet, wie sich diese Tracking-Apps derzeit entwickeln. Ich kann aber noch nicht abschätzen, wie die Gäste per se darauf reagieren. Wer ist aller bereit, mittels einer Tracking-App sich wirklich dieser doch kleinen Überwachung im gesundheitlichen Sinne zu unterwerfen. Mhm. Herr Lauterbach, Sie haben gesagt, nur bilateral. Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat das so formuliert, er könnte sich vorstellen, eine Art Club von Ländern, bei denen die Gesundheitsgefährdung eben nur sehr gering ist, dass man innerhalb dieser Länder verreisen kann. Was halten Sie von dieser Idee? Also die Idee kann man diskutieren. Ich persönlich halte es trotzdem für sehr gefährlich. Wenn es nicht möglich ist, also ich sag mal, die Begegnungen nachzuvollziehen, dann ist das sogenannte Social Contracting, das ist dann nicht möglich, dann kann ich die Leute nicht warnen, die in meiner Nähe gewesen sind, wenn sich herausstellt, dass ich infiziert war. Das kann sehr schnell neue Herde der Epidemie verursachen und solange das nicht gewährleistet ist und uns jede Kontrolle fehlt, finde ich es problematisch und da nutzt auch keine Idee wie ein Club der einigermaßen Gesunden. Denn wir wollen ja, dass diese Länder, die jetzt einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen sind, wo es viele Gesunde noch gibt und die Infektionszahlen nicht so hoch sind, wir wollen, dass es so bleibt. Und das darf man nicht im Sommer verspielen, sonst sind wir im Herbst
alle vor der zweiten Welle, das will niemand. Ja, Österreich und Deutschland haben ja relativ gleichzeitig, Deutschland mit einer Woche Verspätung, die Geschäfte wieder geöffnet. Jetzt sind in Österreich die Zahlen nach dieser langsamen Öffnung nicht angestiegen. Ganz im Gegenteil, sie sind eigentlich hinuntergegangen. In Deutschland sind sie ein bisschen hinaufgegangen. Man nähert sich wieder der Reproduktionszahl von 1 an. Ist in Deutschland die Eigenverantwortung doch nicht so gut gegeben wie in Österreich? Ich glaube, was bei uns schädlich gewesen ist, wir haben, als wir diese Lockerungen beschlossen haben, sofort eine Debatte der Ministerpräsidenten der Länder gehabt, wo noch weitere Lockerungen gefordert worden sind oder zum Teil sogar beschlossen worden sind. Das heißt, hier ist so etwas eingetreten wie ein Wettbewerb, wer lockert am schnellsten für die Bürger. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und ich glaube, dass wir auch, also als wir die Lockerungen beschlossen haben, sehr knapp an der 1 gewesen sind, der Reproduktionszahl 1. Wir haben das auf Kante genäht. Daher sind wir im Moment in der Gefahr, einen Rückfall zu erleiden. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich persönlich hätte die Lockerungen noch nicht zugelassen. Ich hätte den Lockdown noch ein paar Wochen weitergeführt, sodass wir mehr Sicherheitsabstand gehabt hätten. Das haben wir nicht gemacht, aber das macht es umso unwahrscheinlicher, dass wir in diesem Jahr Auslandsurlaub erlauben können. Frau Krauswinkler, Sie haben zuerst schon ein bisschen angesprochen, was passiert, wenn die Deutschen jetzt tatsächlich nicht nach Österreich kommen. 2019 hat es knapp 30 Millionen Nächtigungen aus Deutschland gegeben. Was bedeutet das noch einmal gefragt für Ihre Branche? Geht es ohne die deutschen Gäste nicht? Muss man ehrlicherweise sagen, ja, für viele geht es ohne die deutschen und Schweizer Gäste nicht. Was passiert dann? Jetzt, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es werden sich sehr, sehr viele Betriebe genau überlegen, ob sie für die Sommersaison aufsperren. Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Betriebe. Wir haben Ganzjahresbetriebe im städtischen und im ferientouristischen Bereich. Wir haben 2 Saisonbetriebe, wir haben 1 Saisonbetriebe, die nur im Sommer oder nur im Winter aufsperren. Es wird sich der eine oder andere möglicherweise dann sehr, sehr genau überlegen, ob er diesen Sommer aufsperrt und auf den nächsten Winter hoffen. Okay. Im ganzjahrestouristischen Bereich wird es ein bisschen schwieriger sein, weil die nicht so leicht ihre Betriebe runterfahren können. Und wenn die schließen, dann müssen sie wirklich wesentlich länger schließen und haben wesentlich höhere Umsatzverluste. Wir werden jetzt versuchen, einmal zu evaluieren, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickelt. Und dann müssen wir sicher viele Betriebe auch dabei unterstützen und auch entsprechende Maßnahmen, finanzielle Maßnahmen uns überlegen, wie können wir in dieser wirklich schweren Zeit möglichst viele Betriebe durch diese Zeit durchbegleiten. Mhm. Aber es ist völlig klar, Österreich ist ein Land, das über 80% abhängig ist von Gästen aus dem Ausland, vor allem aus den Nachbarländern. Und da fährt die Eisenbahn drüber, da wird sich nichts ändern. Eine letzte Frage noch an den Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Der österreichische Gesundheitsexperte Martin Sprenger hat heute gemeint, das Virus scheint irgendwie in Sommerpause gegangen zu sein. Hat das Virus eine Sommerpause? Nein, das hat es definitiv nicht. Das sehen wir übrigens auch an der Zahl der Neuinfektionen in Deutschland, obwohl wir jetzt sehr gutes Wetter hatten. Haben wir jeden Tag alleine 1.500 bis 2.000 Neuinfektionen gehabt. Wir wissen also aus Ländern wie Singapur oder auch Ecuador, wo es sehr heiß gewesen ist und es trotzdem quasi apokalyptische Zustände gegeben hat, dass das Virus sich im Sommer nur so sehr wenig also beeindrucken lässt durch die Hitze, durch die UV-Bestrahlung. Wir nehmen an, dass sagen wir mal, die Reproduktionswahrscheinlichkeit des Virus etwa 20% sinken könnte im Sommer, mehr aber nicht. Das heißt, leider ist es so, dass dieses spezielle Coronavirus also im Sommer nicht so stark zurückgehen wird, wie das zum Beispiel bei Erkältungsviren vom Corona-Typ der Fall ist. Leider ist das so. Keine guten Nachrichten. Vielen Dank, Herr Lauterbach, für das Gespräch und vielen Dank, Frau Krauswinkler. Einen schönen guten Abend an Sie beide noch. Guten Abend. Danke Ihnen. Ja, 70% der Unternehmen im Tourismus in Österreich sind übrigens Familienbetriebe. Die letzten Wochen waren für diese Familien nicht leicht und wir haben es gehört, die nächsten Wochen werden auch nicht sehr leicht werden. Dem 29. Mai, dem Tag der Wiedereröffnung, blickt man mit einer Mischung aus Skepsis und Hoffnung entgegen. Unser Reporter Christoph Hellmann hat sich so einen Familienbetrieb angeschaut. Christoph. Hallo Lisa aus Ollersdorf im Südburgenland. Rund 900 Menschen leben in der Ortschaft. Und hier gibt es das Vitalhotel Strobel. Wir schauen jetzt, wie die Familie Strobel durch diese schwierige Zeit kommt. Hallo, Servus.
Guten Tag, ne? Ja. Ja, unsere Rezeption. Machen wir dann halt alles leer. Und wir hoffen halt, dass irgendwann mal losgeht für uns wieder. Nein, wenn man jetzt am 15. das Restaurant und 29. das Hotel aufsperren darf, weiß man noch immer nicht, was kommt da jetzt wirklich auf uns zu oder wie schnell gehen die Leute wieder ins Gasthaus oder ins Hotel. Ja, unser Wellnessbereich. Wie geht's dir, wenn du das da so anschaust? Ja, natürlich tut einem das Herz weh. Ihr seid ja ein Familienbetrieb, ich glaube, da helfen wir ja ziemlich viel mit. Genau, also die Kinder auch schon fleißig beim bisschen mithelfen. Und sie fragen schon natürlich, ne, wann darf ich wieder aufsperren? Und viel hören wir, ja, die sperren schon alle zu und der pokert das nicht. Und die machen sich natürlich auch Gedanken über den Betrieb. Ne? Was sagst du ihnen dann? Nein, wie gesagt, wir sind gut aufgestellt, wir haben Essen auf Rädern, wir machen das über 20 Jahre. Wir schauen, dass wir die Fixkosten decken mit denen, dass sich das halbwegs ausgeht und sag jetzt mal, mit einem wie so blauen Auge vielleicht davon kommt. Ich muss sagen, es ist mittlerweile richtig ungewohnt, an einer Bar zu sitzen. Es ist eigentlich eher ungewohnt, ja, und vor allem, wenn du dann auch da sitzt. Ja, jetzt um 6 Uhr auf Nacht gehst du vom Garten rein und hast eigentlich nichts mehr zu tun. Und siehst, hast halt bis 11 Uhr am Abend bist halt noch da gesessen und hast noch ein paar Pizza gemacht und ein paar Getränke ausgeschenkt. Und das fällt halt, das geht da und ist halt ungut für dich selber, weil du sagst, was mache ich jetzt eigentlich mit der Zeit. Ne? Kann man diese Zeit vielleicht auch nützen, um sich mit neuen Formen des Tourismus auseinanderzusetzen? Wird sich unser Reiseverhalten ändern? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit einem der berühmtesten Bergsteiger der Alpingeschichte, mit Reinhold Messner. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und mit Harald Friedl, einem Tourismusforscher in Graz. Schönen guten Abend auch an Sie, Herr Friedl. Guten Abend. Herr Messner, Sie sitzen Corona-bedingt derzeit in München fest, seit einigen Wochen. Wie geht es Ihnen denn? Vermissen Sie die Berge schon sehr? Also ich komme über die Runden, ich meine jetzt psychisch gesehen, ich habe doch viele Erfahrungen gemacht, irgendwo im Basislager wochenlang zu sitzen und zu warten, völlig abgeschlossen von der Welt. Ich ertrage diese Krise mit Gleichmut. Mit Gleichmut. Sie sind ja oder Sie waren schon immer ein Kritiker des Massentourismus. Glauben Sie denn, hätte sich Corona ohne diesen klassischen Massentourismus, den wir kennen, nicht so schnell und nicht so stark verbreitet? Das schließe ich nicht aus, aber der Tourismus war nicht die treibende Kraft. Das kam in großen Städten auf. Natürlich hat der Tourismus in diesen Hotspots dann nochmals geschürt. Aber in der Summe ist es so, dass der Bergtourismus generell in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr ein Eventtourismus geworden ist. Und ich glaube, wenn wir aus dieser Krise herauskommen, die sehr, sehr schwierig ist für die Touristiker, für die Gastronomen. Wenn wir das schaffen, überhaupt herauszukommen, dann werden wir vielleicht in Zukunft unsere Gäste, ich nenne sie nicht Touristen, unsere Gäste über das ganze Land, was Südtirol angeht, und ähnlich dürfte es in Österreich sein, was das Gebirge angeht, verteilen. Mhm. Wir haben so viel Raum. Wir haben ja die Hälfte unserer Fläche in Südtirol sind Wälder. Darüber ist noch die Urlandschaft, diese wilde Landschaft, die zum Teil noch nicht überrannt und gefordert ist, die sehr unendlich groß ist, wo die Leute alle Platz hätten. Aber wenn sich natürlich unsere Gäste auf 30, 40 Hotspots konzentrieren und dort die gleiche Hektik, die gleiche Enge, die gleiche Aggression entsteht wie in den Städten, woher die Leute kommen, um in den Bergen Urlaub zu machen, dann sind wir auf dem falschen Ast. Ist natürlich die Frage, ob die Leute sich so einfach verteilen lassen, Herr Friedl. Diese Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Ist es so, wie der Herr Messner sagt, wir können dann die Gäste einfach verteilen, auch an Plätze, wo jetzt nicht so ein Massentourismus herrscht? Naja, da gibt es ein Für und Wider. Zum einen ist es natürlich eine Idealvorstellung von einem Tourismus, der gerade aus den Ballungszentren kommt und in die ländlichen Gegenden geht, um dort auf größere Flächen verteilt dann eben auch Arbeitsplätze unterstützt und dort die Wirtschaft dynamisiert. Das ist ja eigentlich die ursprüngliche Idee, warum man so auf Tourismus gesetzt hat. Die andere Geschichte ist natürlich, dass es in diesen Regionen gerade aufgrund der eher zögerlichen Entwicklung auch sehr viel wenig Infrastruktur gibt. Also die Vorstellung, wie es der Kollege Messner so an die Wand gemalt hat,
dass vor allem jetzt diese vielen Menschen aus den Städten, insbesondere zu den Naturschutzgebieten, pilgern. Ich glaube, das würde auch so manchen Naturschützer nicht so sehr freuen. Also man braucht schon entsprechende Instrumente der Besucherlenkung. Also da braucht es entsprechende Maßnahmen, damit wir dann nicht genau den gegenteiligen als den wünschenswerten Effekt haben, nämlich dass wir dann Overtourism plötzlich irgendwo in der grünen Heide haben. Ja, Stichwort Overtourism. Ich würde Ihnen beiden gern dazu ein kurzes Video vorstellen. Hallstatt ist in Österreich so ein Ort, wo es sehr viel Massentourismus und Overtourism gegeben hat. Und da hat uns Sigrid Prada ein kurzes Video geschickt. Die Corona-Pandemie hat einiges geändert bei uns in Hallstatt. Es ist sehr still im Ort geworden, es ist kein Stress. Man fühlt sich eigentlich wieder zurückversetzt, so ungefähr vor 10 Jahren. Das ist jetzt unsere Chance, dass man das einfach verändert, dass man vom Tagestourismus wegkommt. Nicht ganz, weil wir brauchen trotzdem, aber dass man den einfach wirklich zurückdrängt und den Qualitätstourismus, den bleibenden Tourismus stärkt. Herr Messner, dieser Qualitätstourismus, das bringt natürlich auch mit sich, dass man weniger Gäste in den Hotels hat, dass man natürlich auch weniger Einnahmen hat. Wird denn das so leicht sein, der Touristik, der Gastronomie, den Hoteliers, das irgendwie gut zu verkaufen? Also zuerst einmal, nach dieser Krise haben wir Unsicherheiten. Viele Hotels oder auch kleinere Gastbetriebe werden pleite gehen, da gibt es keinen Zweifel. Es wird die Hotellerie ganz mächtig treffen. Nicht nur in Südtirol, bei mir daheim, sondern auch in Österreich, weil wir lange Zeit nicht wissen, wann es überhaupt möglich ist, vom Ausland Gäste zu empfangen. Ich teile die Vorstellung von Ministerpräsident, also Kanzler Kurz, dass man die Länder, die ungefähr die gleichen Zahlen haben, was die Corona-Krise angeht, wieder öffnet und sich verteilen lässt. Nicht, dass ein Egoismus entsteht. Ich behalte mir die deutschen Gäste in Deutschland, die österreichischen Gäste in Österreich, die italienischen Gäste in Italien. Natürlich braucht es ungefähr die gleichen Zahlen, sonst ist das nicht zu verantworten. Ich verstehe auch, dass man dieses Shutdown noch eine Zeit lang durchhält, um einigermaßen Sicherheiten zu schaffen. Aber dann braucht es eine klare Strategie der Öffnung. Das heißt, der Gastwirt, der Hotelier muss sich vorbereiten können auf die Öffnung. Im Moment laufen nur Spesen, Spesen, Spesen und keine Einnahmen. Und das können die meisten Hoteliers oder auch Gastbetriebe nicht durchstehen. Wie schaut es denn aus? Wenn wir das analysieren, dann haben wir in Südtirol, in Österreich will ich nicht dazu Stellung nehmen, dann haben wir in Südtirol bald einmal die Hälfte der Arbeitsplätze verloren. Wie schaut es denn aus mit der Grenze zu Südtirol? Sollte man die öffnen? Also ich hätte nichts dagegen, wenn die Grenze zwischen Bayern und Österreich, also zwischen Deutschland und Österreich, Österreich und Italien geöffnet wird. Aber Südtirol ist Teil von Italien. Wir Südtiroler können nicht die Grenze öffnen, wenn nicht Ministerpräsident Conte in Rom entscheidet, dass diese Grenze geöffnet werden kann, also die italienische Grenze geöffnet werden kann. Und das ist noch nicht so weit. Italien hat immer noch in der Po-Ebene relativ viele Todesfälle, was die Pandemie angeht. Herr Friedl, jetzt hat die Menschheit ja schon sehr viele Katastrophen überstanden. SARS, MERS, dann es hat Terroranschläge gegeben, Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen. Der Tourismus wurde immer getroffen, hat sich dann aber relativ schnell auch wieder erholt. Wie wird das bei Corona sein? Corona ist in seiner Erscheinungsform einzigartig. Was mit dieser speziellen Form des Virus anbelangt, hier muss ich vorsichtig sein, ich bin kein Epidemiologe und Virologe, aber das Besondere ist diese enorme Globalisierungsdynamik, die eben auch, von der auch der Tourismus profitierte. Wir haben allein im 21. Jahrhundert bisher schon 4 Epidemien gehabt, die relativ kleinräumig waren, im Gegensatz etwa zum 20. Jahrhundert, wo es sehr viel weniger große Epidemien gibt. Und das wird auch interpretiert als Ausdruck dieser enormen Dynamisierung, dieser enormen Vernetzung. Hier spielt der Tourismus, insbesondere die globale Luftfahrtindustrie, eine ganz zentrale Rolle, weil die natürlich
als Verteiler dieser Viren und damit der Ansteckungsgefahr wirkt. Das heißt, wir haben mittlerweile eine völlig neue Situation. Wir haben eine völlig neue Herausforderung, mit der der Tourismus, also auf die der Tourismus, auch der globale Tourismus bisher überhaupt noch nie vorbereitet war und das als Risiko auch noch nicht mit integriert hat. Das heißt, die große Herausforderung wird nun darin bestehen, Resilienz, also sozusagen die Fähigkeit, mit solchen Risiken in Zukunft umgehen zu können, mit in diese gesamte Tourismusentwicklung und auch sonstige Entwicklung mit einzubauen. Sonst wird die nächste Epidemie wiederkommen. Aber heißt das, dass jetzt übersetzt auf die Corona-Epidemie so richtig zum Reisen und zum Tourismus zurück, wie wir ihn gekannt haben, kommen wir erst, wenn wir einen Impfstoff haben? Davon gehen derzeit einige seriöse Prognosen, kann man nicht sagen, aber Überlegungen seitens der Tourismusforschung aus. Ganz einfach, weil hier kann beim Herrn Lauterbach angeknüpft werden, weil es immer wieder zu einem Neuaufflackern kommen kann und das dann sogar die Hoffnungen auf eine langsame, durchaus notwendige, wie der Herr Messner ja auch unterstrichen hat, notwendigere Wiederbelebung der Wirtschaft völlig untergraben kann. Das heißt, es kann derzeit die Problematik und das Risiko des Virus gar nicht überschätzt werden, weil wir so wenig Information haben. Und das kann nicht absehbar sein, bis wann es tatsächlich einen solchen Impfstoff gibt. Dann auch die Frage, bis wann der global verteilt worden ist. Und bis dahin, haben wir mehr Fragezeichen und sehr viel Hoffnung. Der Herr Messner hat die ganze Zeit genickt. Herr Messner, würden Sie sich impfen lassen und sollte so ein Impfstoff vielleicht sogar verpflichtend gegeben werden? Der Impfstoff soll verpflichtend vergeben werden, das ist ganz klar. Und ich würde mich sofort impfen lassen. Mhm. Aber noch etwas zum nach der Pandemie. Der Flugverkehr wird weniger werden. Ich bin überzeugt davon, die internationalen Reisen werden teurer. Sie werden natürlich auch reduziert werden, weil viele Menschen Angst haben. Sie haben natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Erinnerung an diese mächtige Krise, die offensichtlich die größte Wirtschaftskrise wird, die wir seit dem Ersten Weltkrieg bis heute haben oder spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist auch gut so, dass wir nicht ununterbrochen in der ganzen Welt herumreisen. Das könnte auch wieder ein Vorteil sein für die Touristikländer, Italien mit den Küsten, Südtirol mit den Bergen, Österreich mit den Bergen und auch der Stadttourismus ist ja in Wien sehr, sehr erfolgreich, weil die Leute nicht mehr alle bis Fernost oder in die Türkei oder nach Südafrika fliegen können oder auch nicht mehr wollen. Es wird mehr verteilt werden. Mhm. Die Globalisierung war ein großer Vorteil. Es ist auch gut, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und besuchen. Das muss aber nicht exorbitant sein. Aber die Globalisierung wird zum Teil auch zurückgenommen werden, weil jetzt die Unternehmer darauf kommen, dass es schwierig ist, wenn aus 5 Kontinenten Teile zugeführt werden, um dann das Endprodukt irgendwo zusammenzuschrauben, in einem Fall einer Krise wie dieser. Und die Virologen meinen ja, die Krisen werden in einem bestimmten galoppierenden Rhythmus folgen. Also für Europa wird das Jahrhundert ein schwieriges Jahrhundert. Also Reisen wird zu einem Luxusgut werden? Reisen wird mehr wieder zu einem Luxusgut. Das soll auch so sein. Fliegen muss teurer werden, auch aus ökologischen Gründen. Wir könnten am Ende der Pandemie vielleicht doch ein paar Korrekturen machen in ökologischer Hinsicht. Allerdings müssen wir bedenken, dass die Wirtschaft so am Boden liegt, wie es im Moment mindestens kein Politiker erzählt, und die Steuern nicht mehr so fließen, wie man es erwartet, um die großen Schulden, die gemacht worden sind von den Ländern, um das Ganze einigermaßen auszugleichen, zurückzuzahlen. Das Geld muss irgendwo herkommen, aber die Leute, die jetzt die Steuern bezahlt haben, eben die Hoteliers, kleine Unternehmer, Einzelunternehmer, die werden über Jahre keine Steuern zahlen können, wenn sie überhaupt noch auf den Beinen sind. Herr Friedl, Reisen als Luxusgut wahrscheinlich nicht mehr für alle leistbar oder zumindest nicht in der Form, wie wir es gekannt haben, einmal übers Wochenende schnell nach London oder nach Barcelona. Wie muss sich denn der Tourismus da umstellen? Muss man neue Formen des Reisens anbieten?
Ich würde da bei einem ganz zentralen Punkt anknüpfen. Wir haben ja kulturelle Muster und das Reisen, nämlich ich würde es eher sagen, das touristische Reisen ist natürlich ganz stark als ein solches Muster ausgeprägt worden. Also ich nenne den Tourismus insofern einen mobilen Konsum. Und das ist ja doch etwas anderes, als wenn man sich irgendwo hinbegibt, achtsam auf eine Region einlässt, in Interaktion mit den Einheimischen tritt. Das ist ja etwas, was man erst lernen muss. Und ich denke, das ist es auch, was der Herr Messner zum Teil anspricht. Diese Kulturmuster müssen wir erst wieder lernen, weil wenn wir derzeit eben für einen Kaffee nach Paris oder wohin fliegen, ich bin da nicht so sicher, ob da der Herr Messner recht hat, dass da die Angst ausreichen wird. Denn wir haben aus den vergangenen Zeiten immer wieder beobachten können, dass nach Krisen sehr schnell diese Anlässe vergessen wurden. Wie weit da der Virus wirken wird, wird sich wirklich zeigen. Ich denke aber, dass es eine enorme Chance eröffnet, einerseits für einheimische Unternehmer hier innovative Produkte, erlebnisreiche Produkte zu entwickeln, auch Produkte, die die Kulinarik einbinden, die sportliche Aktivitäten entwickeln. Also, dass man hier wirklich innovativ ist, um als österreichischer Markt auch für Österreicher attraktiv zu sein. Ja. Hier, also um Abenteuer zu erleben. Ich zum Beispiel, ich fahre immer über Flüsse mit dem Kanu, da brauche ich nicht den Amazonas fahren. Abenteuer das hat man direkt vor der Haustür. Kann man auch vor der Haustür erleben, das stimmt. Herr Messner, vielleicht noch ganz kurz, wann geht es für Sie zurück in die Berge nach Südtirol? Wir hoffen, dass wir am Dienstag von München nach Südtirol fahren dürfen. Ist ein Experiment, wir müssen ja durch Österreich durchfahren, aber da gibt es die Möglichkeit, im geschlossenen Auto zu bleiben, nicht auszusteigen. Die Frage ist dann, ob wir zu zweit, meine Partnerin und ich, Luxemburgerin und nicht Südtirolerin, über die Brennergrenze wieder zurück in die Heimat dürfen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit genommen haben für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Messner, und vielen Dank, Herr Friedl. Schönen guten Abend. Guten Abend. Danke, danke. Alles gut. Ja, Corona und Reisen, das wird heuer eine Herausforderung werden. So viel steht fest. Das war's von Talk 1. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Gleich geht's bei uns weiter mit dem Zipflash und dann mit Gute Nacht Österreich. Einen schönen Abend noch und gesund bleiben.